Ja, da sind wir wieder zu einem neuen Tagebucheintrag. Heute ist Tag 31 und ja, altbekannt der Blick wieder Richtung Garten oder ehemaligen Garten. Nein, es soll wieder ein Garten werden, nur ein bisschen wilder und ein bisschen asymmetrischer. Ja, wie ihr schon seht, Annalena baut hier schön ihr Häuschen. Ganz schön Holzverschwendung hier. Nein, mir gefällt's. Ich find's lustig und ich frage mich, was das hier wird. Was sie sich dabei gedacht hat. Türen sichert es gar nicht mehr, fällt mir auf. Nun ja, also hier, das ist unser Garten. Und ich habe heute, wie ihr seht, ein paar Schafe geholt natürlich. Damit ich dann mein Häuschen bauen kann. Ich habe dann vor, so wie ein Umgebindehaus zu machen. Dass man dann. Gut, vielleicht könnt ihr mit dem Begriff nichts anfangen. Dass man hier Holzrahmen hat. Und dann zwischendrin. Ist eigentlich weißer Putz, aber das möchte ich dann mit Wolle machen und verdeutlichen, dass man dann so Schrägbalken mit andeutet, die dann halt mit zur Stabilität förderlich und gut sind. Sowas in der Art. Also ihr werdet schon sehen, was ich dann so vorhabe. Aber das ist so der grobe Umriss von meinem neuen Haus. Diesmal eckig und nicht rund. Das Runde hat mir irgendwie, oder das Semi-Runde hat mir nicht so richtig gefallen. Fällt auf, da drüben ist ein Loch. Und ja, deswegen mache ich das diesmal ein bisschen eckig, so wie es Minecraft ist. Hat das vielleicht jemand weggemacht? Nee, okay. Schnell zu damit. Ja. Natürlich werde ich wieder mein Türmchen machen. Da mache ich dann hier einen großen Turm hin. Da drüben einen Turm hin. Und natürlich hier in die Mitte einen großen Turm, sodass es im Grunde genommen recht gleich aussieht. Da drüben baut bestimmt wieder der Mr. Papaya, der Herr Frucht. Da werden wir gleich mal schauen. Aber erstmal hier einen kleinen Blick zu meiner Bucht. Ich habe schon ein bisschen weggemacht. Hier, ich mache eine neue Technik. Und zwar mache ich keinen Netherrack hier rein, sondern nehme Gravel, da habe ich viel gesammelt in den ganzen Höhlen und so. Musste ich viel Gravel holen, aber jetzt habe ich eine genügend große Menge und kann jetzt immer das abbauen und das wieder hier hinsetzen und muss eigentlich gar nicht tauchen. Das ist schon ganz gut. Ist nicht so lebensgefährlich und da kriege ich auch den Sand gleich weg. Den baue ich gleich nebenbei mit ab, weil ich habe ja allen Sand mit abgebaut. Kurzen Moment. So, ja, da baue ich dann sowieso nebenbei den Sand ab. Den habe ich ja mit immer abgebaut. Dann habe ich ja dann schon meine kleine Sandreserve. Kommen dann schon einige Stacks zusammen. Und fülle das dann wieder mit Erde auf. Also die Erde muss ich dann holen irgendwo. Unterm Kreml ist es ja nicht mehr. Da wurde ja schon kräftig vorbereitet. Geworld edited, so. Und naja, ich werde schon einen Weg finden, Erde zu kriegen, irgendwie. So, fliegen wir mal kurz noch hier rüber. Ich frage mich echt, wer das gebaut hat. Und ich habe wieder, oder wir haben hier wieder Logblock und ich habe dann wieder die Möglichkeit, mit diesen Logblock-Befehlen zu schauen, wer hier baut. Denke ich mal. Oder wurde es vor Logblock gebaut? Ah, die Wooden Pickaxe geht wohl nicht. Okay, dann müssen wir mal schauen mit C-Info. Schade. Mr. Papaya. Der lebensgefährlich. Ach, warum sehe ich hier? Frage ich, was das hier ist. Ist das ein Brunnen oder was hat er damit vor? Und wenn ich jetzt hier Diamanten finde, das wäre fies. Nein, ich finde hier sowieso keine. Nur Redstone ohne Ende. Cool. Ich liebe Redstone. Mit Fliegen geht's schneller. Naja, gehen wir mal wieder zurück hier. Njung. Tada. So, weiter geht's ins neue Jotunheim. Da vorne sehen wir wieder Mr. Papayas Kathedrale, die irgendwie leicht ruinenmäßig aussieht, an sich nicht schlecht, aber könnte man ausbauen.
Hier drüben haben wir Mr. Papayas Hütte, kennt ihr ja schon. Ich weiß nicht, von wem das hier ist. Ah, das ist blöd. Muss ich nochmal erfragen, wie man dann. Denn da, ja. 2 ist es. Okay, mal erfragen, wie man jetzt Block-IDs oder die Block-Informationen erfasst. Ich kenne das eigentlich immer mit der Holzspitzhacke. So, hier drüben haben wir ein Häuschen. Hä? Was ist denn hier passiert? Hier war doch ein Haus. Morbix hat doch hier gebaut, aber wie ist das Häuschen weg? Da muss ich mal in den alten Aufnahmen schauen, ob da irgendwas ist. Nun ja, hier haben wir, denke ich mal, Ernst Häuschen. Wieder mal, ja. Also wie gesagt, es ist wieder das erste Mal, dass ich hier geflogen bin. Wo das eine französische Fahne, müsste eigentlich Frankreich sein. Und deswegen habe ich nicht immer unbedingt den Überblick. Aber hier wurde schon weitergebaut. Das Häuschen, ich dachte, das wird so ein Innenhof, aber ja, das ist so ein Mehrfamilienhaus schon fast. Henos Burg. Dann haben wir hier wieder Thor Summer. Vom Grinch, der gerade offline gegangen ist. Wie immer Thor's Hammer. Da haben wir ein zu modernes, also schon fast zu modernes Häuschen von Gretsche. An sich wirklich keine schlechte Idee, aber es passt nicht in das Konzept, muss ich sagen. Also es sieht wirklich gut aus, aber leider irgendwie ist das zu modern. Es passt nicht ins gesamte Server-Thema und so und deswegen. Ja, hier haben wir Vorschläge für Laternen, wie man sie machen könnte. Das wäre eine Idee, das wäre eine Idee. Das hier gibt aber zu wenig Licht. Und da müssen wir mal schauen in der Nacht oder so, wie man das machen könnte. Der Weg hier ist. Also gefällt uns Stadtverwaltern gar nicht, da wir immer oder wieder die Standardstraßen machen wollen, die wir immer hatten. Mit Koppel hier in der Mitte und dann hier Holz hier an den Seiten. Blocks. Und dass man dann halt die Möglichkeit hat, Schienen auf den Loks zu setzen. Das müssen wir noch abklären, dass das geändert wird. Und wir finden es eigentlich schon ein bisschen schade, dass hier viel mit Creative jetzt schon gemacht wird. Und viel übertrieben wird. Auch mit den ganzen Gebäuden und so. Naja. Können wir auch nichts so machen. Wir können ja keinen verbieten, groß zu bauen. Aber manchmal werden die Grundstücke zu groß. Oder wollen sehr groß werden. Aber hier ist es ja schon geplant gewesen. Und für dich, Hasker. Da drücken wir ein Auge zu. Ich habe es dir selbst gegeben und dir die Erlaubnis gegeben, dass du hier bauen darfst, groß bauen darfst. Und ich sehe ja, dass du groß baust. Habe ich ja auf Miner's Heaven gesehen und da habe ich dann keine Probleme damit. Hier drüben haben wir ein komisches Häuschen, von wem auch immer das ist. Ich glaube, das habe ich gestern schon nachgeschaut. Ach, Marik war das genau. Hier ganz komisch, Dschungelblätter. Warum hier oben? Ja, hier PvP-Arena hat sich noch gar nichts getan. Wir haben da noch nichts gebaut. Ich denke mal, es wird erst ein wenig dauern, bevor hier alles richtig losgeht. Hier haben wir auch ein Häuschen. Das erinnert mich irgendwie an Timos Bauweise. Das ist bestimmt Timo. Nein, Mr. Papayas Fischerhütte. Okay. Ja, Mr. Papaya, du tust dich ganz schön hier ausbreiten, oder? Cool. Hier drüben haben wir wieder Nikis fliegendes Häuschen. Ist irgendwie komplett neuer Bau. Das finde ich schon heftig, dass es so schnell geht, aber es sieht cool aus. Hat wirklich was hier oben. Geil, aber muss man echt Angst haben, dass man hier runterfliegt.
Die Frage ist, wie kommt man hier runter? Diese Tür ist gesichert, okay. Ja, genug für heute. Also das war der kleine Rundflug. Ich bin auch sehr müde, deswegen ist es heute etwas träge so mit dem Tagebucheintrag. Ich werde dann wieder, oder ich werde hier den Stein wegmachen, die Gegend ein bisschen plätten, ein bisschen auf ein Level kriegen. Aber ich denke mal hauptsächlich hier das Ding auffüllen. Ich muss sehr, 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 sehr viel Erde sammeln. Einige, also bestimmt 2 Doppelkisten werden hier drauf gehen. Wenn nicht sogar mehr. Es wird eine Arbeit. Ich muss erstmal eine Stelle finden, wo ich die Erde überhaupt bekommen kann. Nicht, dass ich irgendwie die Gegend so verunstalte, dass es dann, dass ich das dann wieder irgendwie reparieren muss oder ersetzen muss. Oder ich gehe irgendwo anders hin und baue einen Berg ab oder so. Ja, also dann hoffe ich, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und wir sehen uns morgen wieder zu Tag 32. Also dann tschüssi, euer Honey0007. Ciao, ciao.